Ja, Christian, jetzt bist du alleine. Du sitzt jetzt auf der roten Couch zur Abwechslung. Ja, ihr seid seit Anfang dieses Jahres im DTX-Markt unterwegs. DTX ist ein neuer Markt in Deutschland, steht für digitale Therapeutika, digitale Therapien. Da seid ihr mittendrin. Wie würdest du sagen, euch gibt es das seit 3 Jahren? Wie gut seid ihr im Markt angekommen mittlerweile? Fantastisch. Wir sehen steigende Patientenzahlen. Einige der größten Krankenkassen, unter anderem die Techniker, erstatten uns bereits viele weitere Fragen an und haben großes Interesse, sehen also den Bedarf, den wir hier füllen. Mhm. Und immer mehr Ärzte und Therapeuten melden sich bei uns, dass sie gerne mit uns kooperieren wollen. Das ist fantastisch. Okay. Gibt es noch gesetzliche Hürden, die du jetzt derzeit siehst? Also ist ja gut, dass es diesen Markt gibt, das kommt euch natürlich zugute. Was hindert euch jetzt noch daran, noch stärker zu wachsen beispielsweise? Ich glaube, was uns zum Anfang langsamer gemacht hat, war auf jeden Fall die Zertifizierung als Medizinprodukt, die Krankenkassenerstattung. Mhm. Aber jetzt, wo wir das durchlaufen haben, bin ich wirklich froh, dass wir das gemacht haben, weil wenn man nicht aus dem Gesundheitsmarkt kommt, versteht man diese ganzen Kriterien nicht, die man da erfüllen muss. Ja. Aber mittlerweile sind wir froh darüber und stolz darauf, dass wir uns sehr hohe Sicherheits- und Qualitätskriterien zum Patientenwohl gesetzt haben und diese regelmäßig erfüllen. Und ich glaube, daneben ist das Wichtigste, was wir gerade sehen mit der Entwicklung, was die Verschreibung von digitalen Therapien angeht, das DVG. Damit ist, glaube ich, eine der größten Hürden gekippt und wir sind sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Ja. Jetzt hast du gesagt, ihr arbeitet mit der Techniker-Krankenkasse beispielsweise zusammen oder die erstatten euch. Eine Erstattung kann natürlich nur erfolgen, wenn ihr verschrieben werdet. Welche Ärzte können euch denn verschreiben? Können das alle Ärzte machen oder nur bestimmte Gruppen? Derzeit sind es unsere Partner, Psychotherapeuten und Kliniken. Mhm. Da halten wir immer wieder Anfragen, sind immer offen für neue. Vor allen Dingen interessiert uns, oder es ist natürlich spannend, mit Leuten zu kooperieren und zusammenzuarbeiten, die auch wirklich Angstpatientinnen sehen und also haben in dem Sinne und die Interesse haben, denen eine leitliniengerechte, niedrigschwellige Therapie anzubieten. Und das sind vor allen Dingen unsere Partner gerade. Es ist aber mit dem Digitalversorgungsgesetz dann hoffentlich auch möglich oder erwartungsgemäß, dass wir von Hausärzten und Psychotherapeuten auch nach einer Diagnostik verschrieben werden können. Das heißt, das finde ich wirklich auch eine wichtige Änderung im System, die sich der Gesetzgeber hier ausgedacht hat, dass wir in der Lage sein werden, Patienten wirklich an jedem Punkt zu versorgen und abzuholen. Denn gerade daran scheitert es meiner Meinung nach im System, dass es für Ärzte, Psychotherapeuten fehlende Abrechnungsziffern gibt, die Kapazitätsgrenzen werden immer wieder neu gesteckt und die Leute kommen da wirklich an ihre Grenzen immer wieder. Und damit wird sich hoffentlich viel ändern, da bin ich sehr gespannt. Ja. Ihr habt eben gesagt, dass nur ca. 20% der möglichen Patienten auch diagnostiziert werden. Versprecht ihr euch von so einer, ich sag mal, dass es auch bei den Hausärzten ankommt, die Invirtu, ich verspreche euch davon auch einfach mehr Diagnosen? Ich wünsche mir das erstmal für die Patientin sehr, denn wenn man mit Patientinnen mit Angststörungen redet, ich muss ja selber sagen, ich bin kein Psychotherapeut, ich komme eher aus dem klassischen Versorgungsmanagement, da ist es so, dass die Symptomatik sehr diffus ist. Das ist für die Patientin schwierig zu verstehen und zu greifen. Das heißt, die landen dann beim Hausarzt oder beim Kardiologen. Und dann gibt es aber wenig Raum, auch das wirklich sauber zu diagnostizieren, denn das geht nicht mal eben so. Eine klassifikatorische Diagnostik braucht ihre Zeit. Ja. Und die große Hoffnung ist wirklich, dass dadurch Raum geschaffen wird für neue Diagnostika, aber auch neue Therapien wie unsere Invirtu-Therapie, wo dann mehr Patienten diagnostiziert werden und eine zielgerichtete, störungsspezifische, indikationsspezifische Therapie auch im Anschluss direkt verschrieben werden kann. Wie könnt ihr, glaubst du, die Ärzte unterstützen, das besser zu diagnostizieren? Das ist eine Sache, mit der ich mich wirklich ausführlich auseinandersetze und wo ich auch immer für Feedback im Übrigen sehr, 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 sehr offen bin. Also wenn jetzt Leute das anschauen, die sagen, hey, ich habe viele Patienten oder so, meldet euch wirklich gerne bei mir. Das ist wirklich für mich da können wir nur lernen, indem wir unser Partnernetzwerk da erweitern. Und wir arbeiten daran, den Ärzten die Kriterien natürlich nochmal an die Hand zu geben, aber auch wirklich dann die Möglichkeit zu geben, störungsspezifisch zu erkennen, was ist das für eine Angststörung und was kann ich den Leuten jetzt geben und ist eine Virtotherapie vielleicht angezeigt oder etwas anderes. Und da arbeiten wir mit Weiterbildung etc. Also ganz rein.
Ich kann mir gut vorstellen, da der Markt natürlich extrem neu ist, der DTX-Markt, dass da große Skepsis bei den Ärzten ist, eine digitale Therapie zu verschreiben. Das ist ja erstmal was Neues. Man kennt die klassischen Therapien, man kennt die Medikamente, ganz klar, aber eine App auf Rezept ist was Neues. Wie glaubst du, könnt ihr den Ärzten die Skepsis nehmen, auch eine digitale Therapie zu verschreiben? Ich glaube, das ist wirklich ein Thema, um das wir uns kümmern müssen. Und wir treten in Kontakt mit den Ärzten, in Zusammenarbeit zu treten. Es geht hier nicht darum, irgendetwas zu erreichen und die Patientinnen sind ohne ärztliche oder psychotherapeutische Betreuung irgendwie versorgt. Nein, wir arbeiten und haben unsere Versorgungsleistung und unsere digitale Therapie extra so gestrickt, dass eine psychotherapeutische Begleitung und eine ärztliche Diagnostik Pflicht sind. Ebenso wie eine Abklärung der Kontraindikation, wo wir im Übrigen einer klassischen Psychotherapie mit Exposition folgen. Und haben wir eine ganze Reihe an Maßnahmen, wie wir mit Ärzten kooperieren, Therapeutinnen natürlich. Gut, super. Jetzt mal noch eine abschließende Frage auch zum Thema Wettbewerb. Es könnte jetzt durchaus sein, dass ein Pharmaunternehmen, ein klassisches Pharmaunternehmen auch auf die Idee kommt, eine digitale App im Bereich Angst zu entwickeln. Die haben allerdings dann schon Marktzugang, sind bekannt bei den Ärzten. Wie würdest du sagen, kannst du diesen Makel ausgleichen, dass die Ärzte euch erstmal kennenlernen müssen? Und gerade aus der Pharmaperspektive sind die Angstpatienten in den letzten 20 Jahren eine etwas vernachlässigte, nicht so spannende Gruppe gewesen, einfach weil, das wissen wir, kann man nachlesen, das 3 Leitlinien für die Behandlung von Angststörungen, den aktuellen Studienstand, Angststörungen sind nicht sehr gut mit Psychopharmaka zu behandeln. Die Verbindung allerdings von einer kognitiven Verhaltenstherapie mit Expositionselementen, was wir ja anbieten, niedrigschwellig und skalierbar, und Psychopharmaka auf der anderen Seite, das ist wirklich eine der besten Sachen, die wir für diese Patientin reichen, verschreiben und tun können. Ich glaube, da bieten wir gerade eine spannende Möglichkeit mit wirklich verschreibbaren, erstatteten Elementen, auch hier mit pharmazeutischen Herstellern zusammenzuarbeiten und zu schauen, was können wir für diese Patientin tun, um denen noch besser zu helfen. Also ich glaube, das sehe ich viel mehr als eine Symbiose, wo wir was liefern, was Pharma selber derzeit glauben wir, noch nicht liefert. Ja, super. Das klingt interessant. Also ein Raum für neue Art von Kooperation sozusagen. Absolut. Ja. Wie du weißt, komme ich ja von DocCheck und DocCheck ist ja Deutschlands größtes Internetportal für Mediziner und Medizinberufe. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest bei DocCheck, was wär das für ein Wunsch? Fände ich das fantastisch, wenn DocCheck sich dafür einsetzt, digitale Therapien vorzustellen, die Verschreibungswege klar zu machen. Die sind im Übrigen nicht ganz leicht, wenn man sich mal mit dem BfArM auseinandergesetzt hat und den Kassen oder beziehungsweise dem Health Innovation Hub wieder die Wege sind. Auf einmal müssen zum Beispiel auch Psychotherapeutinnen einen Zettel nutzen in der Verschreibung, den die zum Beispiel gar nicht erkennen. Das wird der Weg sein zum Start, der am niedrigschwelligsten im System funktioniert. Aber dass man da gemeinsam aufklärt und auch fürs Patientenwohl am Ende das möglichst deutlich macht, das finde ich fantastisch. Okay, super. Danke fürs Gespräch, Christian.